entspringt aus Täuschung. Jahrelang hat der Westen die Welt in ein Schlachtfeld verwandelt. Dieses korrupte Geschwätz, während unsere Brüder und Söhne Blut vergießen. Krieg vergessen. Kein Russisch. Doch Täuschung ist zweiseitig. Russische Behörden behaupten, dass der Angriff von einem CIA-Agenten namens Joseph Allen geplant wurde. Je größer die Lüge, desto wahrscheinlicher glauben sie die Leute. Und wenn eine Nation nach Rache schreit, verbreitet sich die Lüge wie ein Lauffeuer. Ich sehe Kampfjäger über die I-35. Das Feuer breitet sich aus. Es verschlingt alles. Dies ist ein kriegerischer Akt gegen die Vereinigten Staaten. Unsere Feinde glauben, dass sie allein den Verlauf der Geschichte bestimmen. Doch es bedarf nur des Willens eines einzelnen Mannes. So, hallo Freunde. Ja, genau das ist es. Das ist das Geheimprojekt, von dem ich schon ein paar Mal gesprochen habe, das ich auch erst komplett aufnehmen werde, bevor ich es veröffentliche. Das ist es. Und ich möchte vielleicht vorher, bevor wir jetzt direkt anfangen, noch etwas sagen. Nämlich, warum ich nicht mit dem ersten Teil der Modern Warfare-Reihe anfange. Ganz einfach, Modern Warfare 3 ist das einzige der Serie, das einzige Spiel der Serie, das ich für den PC besitze. Den Rest habe ich alles auf der Xbox 360 und da habe ich mit meinem Videograber etwas Probleme, die Videos in ausreichender Qualität, sprich in HD, aufzunehmen. Deswegen fange ich jetzt mit Modern Warfare 3 an und wenn ich das Problem mit dem Grabber beseitige oder aber mir die anderen Spiele noch für den PC besorge, dann kommen die anderen Teile natürlich auch noch. Aber genug des Palabers um zukünftiges Vergangenes, je nachdem wie man sieht. Wir fangen mit einer neuen Kampagne an. Ich habe sie schon einmal durchgespielt in einer sechsstündigen Session, kann man schon sagen. In einem sechsstündigen Marathon habe ich das Spiel durchgespielt. Wir werden ein neues Spiel starten. Ja, soll überschrieben werden. Bevor ich jetzt anfange, muss ich noch etwas sagen. Es gibt jetzt gleich einige Zwischensequenzen. Und da, also quasi Vorgeschichte ein bisschen. Und da werde ich jetzt die Klappe halten. Also nicht, dass ihr mich vermisst. Ich bin noch da. Also bis gleich. Wir spielen auf Soldat. Wie wir sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne da einen Raum. World War 3. Modern Warfare 3.
Wie ist die Lage bei New York? Die russischen Störsender haben unsere Luftunterstützung lahmgelegt. Solange sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennett Field ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier ist Sandman. Bestätige den Assistenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die Sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir es an. So, Dalla, und da wären wir auch schon in der Spielwelt. Ich gehe als allererstes mal in Deckung, denn die Russen sind nicht allzu zimperlich, wenn es darum geht, auf uns zu schießen. Wir werden auch direkt ohne irgendein Zwischenspiel ins Schlachtgetümmel geworfen. Man sieht, wow. Also, als ich das erste Mal hier diese Schlacht bekommen, als ich das Spiel das erste Mal gestartet hatte, ich war wirklich überwältigt, dass wie direkt das als allererstes Mal hier Hardcore-Action kommt. Und bevor ich jetzt ordentlich einsteige, möchte ich auch gerade noch was sagen. Eben bei den Zwischensequenz, wo man gesehen hat, also wo man selbst auf einer Liege lag und einen Gang entlang geschoben wurde, in dem Moment war man selbst Soap aus den letzten beiden Teilen, Soap McTavish, der ja im letzten Teil in Modern Warfare 2 schwer verwundet wurde, der sich selbst das Messer aus dem Leib zog und damit General Shepard abgeworfen hatte, selbst das Messer in den Schädel gejagt hat. Und dieser Teil spielt jetzt direkt im Anschluss, also es gibt da keine Zeitsprünge. Wir sind direkt im Krieg mit den Russen und ja, so mit zu den Zusammenhängen, und dann legen wir auch direkt mal los. Also, diesmal wirklich. Jetzt haben wir hier ein, wie ich finde, ziemlich geiles Visier. Wir haben einmal das normale holographische Visier und können bei Bedarf per Druck auf die 3 ein Zielvergrößerungsglas hinhängen und, naja, das Geschehen etwas näher ranholen. Boah. Fängt ja gleich gut an. Und ich als Xbox-Spieler, als überzeugter Xbox-Spieler, habe es hier mit der Steuerung etwas schwer gehabt, das erste Mal. Und ich habe mich auch immer noch nicht komplett an die Steuerung hier gewohnt. Zum Beispiel, dass hier das Ziel auf Rechtsklick kein Totmannsschalter ist. Also man drückt ihn, hält ihn gedrückt und man zielt, und wenn man wieder loslässt, hört man wieder auf mit dem Zielen. Sondern das ist hier tatsächlich ein Schalter, das heißt, ich drücke einmal drauf, ich ziele, ich drücke nochmal drauf, ich ziele wieder weg. Und das und so Kleinigkeiten haben es für mich als, naja, PC-Ego-Shooter, wow, das heißt viele, Einsteiger ziemlich schwierig gemacht. Allerdings, man gewöhnt sich dran, ich habe auch schon ein bisschen online gespielt, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Deshalb ist es alles halb so wild. Und ich schaue jetzt mal, ob ich hier noch ein bisschen weiter vorgerückt komme. Ich bin jetzt zwar der Letzte, der hier lebensmüde Aktionen starten würde. Allerdings, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Boah, komm her.
Wow, nicht, dass der uns auch noch kriegt. Wow, das war jetzt schon wieder sowas, wo ich vergessen habe, wieder auf die rauszuschalten aus dem Zielmodus. Das finde ich natürlich immer noch etwas irritierend, aber damit muss man eben klarkommen. Jetzt am Anfang ist es vielleicht noch etwas dröge, aber sobald etwas Handlung reinkommt, das geht ab. Dieses Spiel hat einen so spannenden Plot. Es ist kaum zu glauben, es hat auch wirklich einige Schockmomente, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich gerade festgeglitscht, Moment. Ah, ich bin wieder frei. Nee, da war ich gerade festgeglitscht. Nee, dieses Spiel hat auch wirklich streckenweise einige Schockmomente, wo ich mir gedacht habe, das ist wirklich brachial. Also wirklich, Augenblicke, die wirklich sehr... Ohne Scheiß. Ja, besser nicht auf Verbündete schießen. Das ist ein Tipp, den man immer gebrauchen sollte. Also es hat wirklich, dieses Spiel hat wirklich einige Momente, die schon... fand ich ein bisschen makaber waren. Ich werde jetzt nicht spoilern, ich werde jetzt nicht sagen, was es für Momente sind. Komm, geh weg. Ich werde wirklich nicht spoilern, das mache ich wirklich ungern. Ich hasse es auch, wenn andere Leute spoilern, wenn ich ein Let's Play schaue. Deswegen lasse ich das ganz bewusst. Aber ich sage schon, wenn die Szenen kommen, die ich persönlich etwas makaber finde. Davon gibt es, ich glaube, nur eine. Aber es ist alles in allem super cool gemacht. Schreckt mich jedes Mal wieder. Ja, Jungs, lass uns gehen. Ach, genau, übrigens, wir sind stecken in der Haut eines Delta Force Soldaten namens Codename Frost. Ich glaube, Barrick heißt mit Vornamen. Ich habe es gerade eben im Intro nicht gesehen. Immer diese Russen. Ach, was. Achso, ich werde mir übrigens Mühe geben. Entschuldigung, ich hatte zumindest vor, mir Mühe zu geben, eher storylastig zu spielen, also auch wirklich beim, kommentarisch beim Thema zu bleiben. Allerdings fällt mir gerade auf, dass es mir herzlich nicht gelingt. Ich werde mir dennoch mein Bestes geben. So. Wo seid ihr? Zeigt euch! Hab ich dich? Du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Ha! Ach, da oben seid ihr. War's das? Hoffe ich doch. Wow. Ach, was ich hier übrigens auch immer noch gerne mache, ist die F-Taste, also F und R irgendwie verwechseln. Ich will, also F ist Aktion bzw. Waffe aufheben. Und er ist nachladen und ich vertausche die irgendwie ganz gerne, die Tasten. Weiß ich auch, ehrlich gesagt auch nicht warum. Moment, ich muss gerade nochmal am Mikrofon rumspielen. Ja, Mann. Wow. Jetzt haben wir keine Chance. Das mache ich. Mach ich. Truck, hast du irgendwas im Ohr? Nichts als Rauschen. Der Störer blockiert alles. Ja, jetzt